Oliver, ob es dir passt oder nicht, Lukas und ich gehören zusammen. Und wenn du bei ihm keine Chancen hast, solltest du aufhören, dich dafür rächen zu wollen. Ich habe dir Lukas nicht weggenommen. Er hat sich für mich entschieden. Ich glaub's aber auch nicht, du. Was willst du damit sagen? Lukas liebt mich. Das hat er nur noch nicht gesagt, weil er dich schonen wollte. Ach. Lukas und du. Das ist absurd. Wieso ist das absurd hier? Lukas! Tut mir leid, es ging nicht mehr anders. Erklär du's hier. Charlie, hallo. Jetzt sag's ihr endlich, komm. Was? Was soll ich ihr denn sagen? Dass du schwul bist und in mich verliebt. Dass ich schwul bin. Und in dich verliebt, ja? Zum letzten Mal, Oliver, warum erzählst du uns solche Märchen? Willst du Lukas und mich auseinanderbringen? Ist das das? Lukas, es ist nicht fair, Charlie länger anzulügen. Oliver, was ist denn los mit dir? Wir sind zwar Freunde, aber ich weiß nicht, was du dir einbildest. Aber meine Liebe zu Charlie wirst du nicht zerstören. Wie war das noch? 4 Wochen mit Charlie auf einer einsamen Insel? Das hält kein Mensch aus. Was? Wann soll das gewesen sein? Kurz bevor wir uns geküsst haben. Ihr habt was gemacht? Wir haben was gemacht? Lukas, erklär mir bitte, was hier los ist. Charlie, ich weiß es nicht. Hör mal. Ich habe nichts gegen Schwule, aber was du hier veranstaltest, das geht zu weit. Lukas, jetzt steh endlich zu deinen Gefühlen. Ich dachte, eine normale Freundschaft zu dir wäre möglich. Aber anscheinend hast du hier einiges falsch verstanden. Lukas, du... Und wenn du Lügengeschichten erzählst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Sei doch froh, dass dieser Schleimer nichts von dir will. Lukas steht auf mich, das weißt du ganz genau. Wenn der Typ in dich verknallt ist, dann fahre ich morgen nach Paris und heirate ein Topmodel. Wahrscheinlich war einfach mein Geständnis ein riesiger Fehler. Olli, check das doch mal. Lukas ist so warm wie ein Eisberg. Andi, würdest du einen Mann küssen? Na also. Aber ich muss auch niemanden hinhalten, weil er mitbekommen hat, wie ich über meine Freundin lästere. Hi, Andi. Hi. Oh, hi, Olli. Hi. Wie geht's dir? Könnte nicht besser sein. Na denn? Sag mal, war Daniel inzwischen hier? Gabriella sucht ihn überall. Mich hätte sie auch schon damit genervt. Scheint dringend zu sein. Scheint so. Also Tom hätte dich nie so verarscht. Mann, Lukas trifft doch gar keine Schuld. Wie hättest du dich verhalten, wenn Lara dich bei Franzi verpfiffen hätte, hä? Wärst du auch sauer gewesen. Ich pack's nicht. Das kannst du doch nicht vergleichen. Lukas ist ein super linker Vollarsch. Ist der nicht. Wenn ich mich nicht dauernd daneben benehmen würde, wären wir wahrscheinlich schon längst zusammen. Interessant. Gehst du auch auf das Konzert? Ich fürchte. Wieso, ist die Band nicht nach deinem Geschmack? Doch, aber die Gäste nicht alle. Bravo! Super Auftritt. Hi, kann ich meinen Zimmerschlüssel haben? Sag mal, war die Kleine noch nicht deutlich genug? Besuch für dich. Hallo, Lukas. Oliver, welche Überraschung. Ich hab gedacht, du hast auf mich gewartet. Hat er ja auch. Der Shampoo steht schon auf dem Tisch. Lass das jetzt mal. Das glaubst du ja selber nicht. Okay, Lukas, ich kann verstehen, dass du sauer auf mich bist, aber so kannst du doch nicht weitergehen. Da hat der nervige Neffe endlich mal den Schwarze getroffen. Wann willst du es Charlie sagen? Was? Dass du auf mein Liebesgeschwafel reingefallen bist? Gar nicht. Oder hast du ernsthaft geglaubt, ich will was von dir?
aber